Ich sag nur Potsdam, Mona Mia, guck da mal, was hier abgeht. Ein Bus nach dem anderen. Also wir sind jetzt hier am Luisenplatz. Es ist wunderschönes Wetter. Ich versuche mal, warte mal, also alle sind so draußen. Hier haben wir Hotel Steigenberger, die Allee nach Sanssouci, hier haben wir das Wiener Kaffeehaus. Und ich habe jetzt gar nicht den Stab rausgemacht, ist egal. So, wartet mal, ich drehe mich mal rum. Ach, wartet mal, ich stehe hier voll im Schatten, ne? Ich stehe nicht in der Sonne. Wenn du magst, kannst du mit dir herkommen. So, also, ich bin jetzt hier in Potsdam unterwegs, muss aufpassen, dass ich nicht überfahren werde. Praktisch bin ich jetzt, ja, also in der Mitte. Also hier vorne, wartet mal. Ne, hinter mir seht ihr die kleinen hübschen Hotelanlagen. So, und jetzt hier kommen wir zum Brandenburger Tor. Das ist auch ein Brandenburger Tor, gibt es auch in Potsdam ein Brandenburger Tor. Und das ist auch neu saniert worden. Das ist der Luisenplatz. Hier ist im Sommer auch eine Fontäne. Hier drunter ist ein Parkhaus. Damit die Autos irgendwie. Es ist ein großes Parkplatzproblem. Und es ist ein großes hier, ne, Behördenproblem. Also hier nicht Behördenproblem, sondern ein Problem, wenn du irgendwo parkst und du parkst zu lange. Und dann also kriegst du ständig Knöllchen. Kannst du machen, was du willst. In diesem Kaff, also Potsdam, die Ordnungspolizei ist sehr fleißig, Geld zu kassieren. So, wenn man weiter geradeaus geht, kommt man zur Brandenburger Straße. Das ist so eine Geschäftsstraße. Die ist in die Hanne abgeblieben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo ist die denn? Wieso läuft die denn nicht mit? Ich verstehe das nicht. Wieso bleibt die denn da stehen? Naja, okay. Also. Was tut. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wo die hin ist. Also, ich laufe jetzt mal ein Stück weiter. Ja, also das Brandenburger Tor und ich versuche das jetzt mal hier in die Ferne, in die Länge einzufangen. Also wenn man da durchgeht, dann sind rechts und links Geschäfte, da vorne ist dann so eine gotische Kirche. So, und das hier ist der Platz. Das ist der Luisenplatz. Früher hieß es, zu Ostzeiten hieß es Platz der Nation. Ja. Am Springbrunnen ist sehr beliebt, im Sommer zu sitzen, mit einer Kugel Eis, Füßchen im Wasser. Das ist eine Bank, dieser rote Backstein aus der Sparkasse. Gut, also ich habe da mal so einen kleinen Schwenk gesehen, ihr Süßen. So, ich bin's wieder mal. Es ist, wie gesagt, traumhaft schönes Wetter. Es ist so ein bisschen windig, weil es ist sehr sonnig und ich habe gedacht, man muss die Gunst der Stunde nutzen und bei diesem tollen Wetter und diesem tollen Himmel einfach filmen. So, ich werde mich jetzt gleich mit einer Freundin treffen zum Essen mit ihrem Mann und da werden wir wunderbar italienisch essen, weil das ist hier ein ganz toller Italiener. Obergleichling ist echt der Beste. Also das sagen auch die Einheimischen, die Locals, wie man so schön sagt, die Locals. Dieser ist der beste Italiener. Ja. Und ich habe ja versprochen, ne, dass ich mit so ein paar Vlogs hier einfach was einfange und euch mitnehme. Jetzt, wir müssen ja nicht immer irgendwelche Schminke nur zeigen und irgendwelche Foundations, obwohl ich das auch mache. Ich war vorhin bei einem DM kurz und habe da einiges eingekauft. Also ich habe da so einen Concealer mitgenommen, der mich echt interessiert. Das stelle ich euch dann mal nächste Woche spontan vor, ja. So ist es nicht. Ich muss jetzt mal die Hanna suchen. Keine Ahnung. Die sollte eigentlich hinter mir herlaufen oder sollte mich filmen. Aber irgendwie ist sie weg. Man kann sich auch in Potsdam verlieren. Also, Sweeties. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind. Ihr könnt gerne kostenlos dieses Teil abonnieren. Und ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch. Und ciao, ciao. So. Ich mache nochmal einen Schwenk.